Herzlich willkommen auf dem One World Travel Channel. Heute ist der 1. Dezember 2020, der internationale Antarktistag. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen heute eine Präsentation über die antarktische Halbinsel vorstellen. Ich bin selbst 27 Mal in der Antarktis gewesen, immer in der antarktischen Halbinsel oder auf der antarktischen Halbinsel. Das ist bei weitem auch einer der interessantesten Teile des Weißen Kontinents. Ich habe dort gearbeitet als Assistenz der Expeditionsleitung und auch in anderen Funktionen. Hier haben wir die gesamte Antarktis und die antarktische Halbinsel, das ist nur dieser Zipfel, der auf der linken Seite da etwas hervorsticht. Aber in diesem Zipfel haben die meisten Tiere ihren Lebensraum gefunden. Da gibt es die meisten eisfreien Flächen in den Sommermonaten. Und von daher ist genau dieser Teil nicht nur leichter zu erreichen als der Rest der Antarktis, sondern auch am abwechslungsreichsten. Erreichen kann man die Antarktis am besten per Schiff. Es geht auch mit dem Flugzeug, aber dann ist man auf der Insel King George Island auf einer chilenischen Station und müsste sich dann erst ein Schiff besorgen, um einen anderen Teil oder eine andere Insel der Antarktis besuchen zu können. Jedes Jahr reisen so rund 60.000 Leute in die Antarktis, die meisten davon mit Kreuzfahrtschiffen und die meisten aus den USA, rund 17.000. Ob sich das in Zukunft so fortsetzen wird, wissen wir natürlich noch nicht. Hier haben wir die Antarktis im Vergleich zu Europa. Die Antarktis ist der fünftgrößte Kontinent auf unserer schönen Erde. Nur Europa und Australien sind flächenmäßig kleiner als die Antarktis. Und die Antarktis vergrößert sich aber in den Wintermonaten, denn da liegt nicht nur der Kontinent unter Eis, sondern rund um den Kontinent bildet sich noch mehr Eis, sodass sich die Fläche in den Wintermonaten verdoppelt. Die Eisdecke ist durchschnittlich 1,5 Kilometer dick. Um in die Antarktis zu kommen, reist man am besten von der argentinischen Stadt Ushuaia. Ushuaia liegt ganz im Süden der Insel Feuerland und ist eine kleine Stadt mit rund 60.000 Einwohnern. Es ist die südlichste Stadt in Argentinien und sie sagen von sich selbst auch die südlichste Stadt der Welt. Es gibt da allerdings noch einen kleinen anderen Ort, Puerto Williams, der liegt noch etwas südlicher auf der Insel Navarino. Und der gehört allerdings zu Chile. Und diese beiden Städte, die streiten sich ein bisschen um den Titel südlichste Stadt der Welt. Wir sind dann also ganz unten in Südamerika, in Feuerland. Früher hieß das auch mal Magellanica nach seinem Entdecker Ferdinand Magellan. Als er die Magellanstraße entdeckt hat, da lag zu seiner Linken die Insel Feuerland. Und das war im Jahr 1520, als Magellan und seine Männer diese Insel entdeckt haben. Sie sind nicht an Land gegangen, aber sie haben gesehen, dass die Insel bewohnt ist, denn des Nachts, da sah man die Siedlungen mit und viele, viele Feuer. Vor allen Dingen des Nachts sah man die Feuer der Bewohner brennen und so bekam die Insel den Namen Feuerland, Terra del Fuego. Auf dem Weg in die Antarktis kann man auch einen Abstecher nach Kap Horn machen, die Insel Cabo de Hornos. Die ist natürlich sehr bekannt als der südlichste Punkt Südamerikas. Es gibt noch eine Inselgruppe, die nochmal 20 Kilometer weiter im Süden liegt, Diego Ramirez. Allerdings dort ist nur eine kleine Forschungsstation. Und Kap Horn, das Kap Horn, ist eben sehr, sehr berühmt entdeckt und das erste Mal umrundet wurde Kap Horn von den niederländischen Seefahrern Willem Schouten und Jacob de Meer und die fuhren an Bord der Eendracht am 29. Januar im Jahre 1616. Die haben damals eine Passage vom Atlantik zum Pazifik gesucht. Die wollten nicht durch die Magellanstraße fahren, denn die war sehr teuer zu benutzen. Da haben die Portugiesen sehr hohen Zoll verlangt. Und so hat man in Holland sich überlegt, man möchte versuchen, um den Kontinent herumzukommen. Und so wurde Kap Horn entdeckt. Benannt übrigens nach der niederländischen Stadt Horn.
Die Stadtväter von Horn haben damals diese Reise finanziell unterstützt. Wenn man die Möglichkeit hat, Kap Horn zu besuchen, dann muss man etwa 300 Stufen hochklettern. Und da oben befindet sich eine meteorologische Station, eine kleine Kapelle, ein Postamt für Touristen. Und es ist wirklich das Ende der Welt. Auf dem Kap Horn erinnert ein riesengroßes Denkmal in der Form von einem Albatros, ausgeschnittener Albatros, an die vergangene Epoche der Segelschifffahrt. Auf diesem Albatros-Denkmal oder an diesem Albatros-Denkmal, da steht auch ein schönes Gedicht von Sarah Vial. Ich bin der Albatros, der am Ende der Welt auf dich wartet. Ich bin die vergessene Seele der toten Seeleute, die zum Kap Horn segelten, von allen Meeren der Erde. Aber sie sind nicht gestorben im Toben der Wellen, denn jetzt fliegen sie auf meinen Schwingen für alle Zeit in die Ewigkeit, wo am tiefsten Abgrund der antarktische Sturm heult. Wenn Sie ganz viel Glück haben, können Sie auch hochgehen zum Leuchtturm. Das ist der kleine Leuchtturm von Kap Horn. Und Sie sehen da auch auf die Spitze der Insel Cabo de Hornos. Das ist ja ein sehr, sehr stürmisches Kap. Und in der Vergangenheit sind um die 800 Schiffe dort versunken. Die Insel ist bewohnt. Es gibt einen Leuchtturmwärter. Das ist ein Mitglied der chilenischen Marine und der lebt mit seiner Frau und seinen Kindern jeweils für 12 Monate in Kap Horn. Andere Bewohner gibt es nicht. Und hinter Kap Horn haben sie dann nur noch Wasser für über 1000 Kilometer, nämlich die berüchtigte Drake-Passage. Das ist die stürmigste Passage der Welt. Es ist der einzige Teil auf der Welt, wo es überhaupt kein Land gibt rund um den Globus. Und dann müssen sich die Winde, die sich rund um den Globus aufgebaut haben, durch diese enge Stelle quetschen. Und so kommen sie wirklich durch ein Tiefdruckgebiet, folgt auf das nächste. Und meistens hat man dort stürmische See. So sieht es dann aus. Wir nennen das immer Shake Drake. Und dann gibt es Shake Drake. Und auch natürlich die ruhige Version, wenn man mal Glück hat zwischen zwei Tiefdruckgebieten, dann kommt man da gut durch. Aber wenn es stürmig ist, dann sieht man die schönen Albatrosse, wie hier der Rußalbatros. Die segeln auf ihren langen Schwingen gerne im Wind, dann müssen sie ja die Flügel nicht bewegen. Von daher, die Albatrosse haben es gerne stürmig. Und dann kommen sie auch schon an in der Antarktis. Die Überfahrt von Kap Horn zur Antarktis dauert ca. 40 Stunden. Und hier zu sehen ist ein Tafeleisberg. Das sind oft die ersten Eisberge, die man sehen kann. Auf einer Kreuzfahrt in die Antarktis werden meist Anlandungen durchgeführt auf den vorgelagerten Inseln und auch auf dem Festland auf der antarktischen Halbinsel. Die meisten Antarktisfahrer haben die erste Begegnung mit dem weißen Kontinent auf den südlichen Shetlandinseln. Schon 1958 hat das erste Kreuzfahrtschiff diese Inselgruppe nördlich der antarktischen Halbinsel besucht. Das erste Mal gesichtet wurden diese Inseln 1819 von Kapitän William Smith auf seinem Schiff Williams. Und hatte sich ein bisschen verfahren auf dem Weg nach Valparaíso in Chile, war von Kap Horn südlich vom Kurs abgekommen und sah die Nordspitze der Insel Livingston. Livingston werden wir in diesem Vortrag auch noch aus der Nähe sehen. So sieht die Insel aus. Wie alle Inseln in der Antarktis natürlich eisbedeckt, auch jeweils in den Sommermonaten, wenn man die Halbinsel besuchen kann. Auf jeder Route, das sind ja so Expeditionsreisen, werden die Anlandungen relativ kurzfristig festgelegt. Es gibt zwar einen Reiseplan, aber nicht immer ist es möglich, die Anlandestellen zu besuchen. Und so kann der Expeditionsleiter dann auch oft noch ausweichen. Und die Insel Livingston steht manchmal auf dem Programm oder auch die kleine Nachbarinsel Half Moon Island. Auch die Insel Greenwich wird gerne besucht und natürlich King George Island, die König George Insel. Die wurde nach dem britischen Monarchen König Georg III. Benannt. Der war auch der König von Hannover
Und das ist die südlichste der Shetlandinseln und die größte, 95 Kilometer lang und 25 Kilometer breit. Die Oberfläche ist von Gletschern bedeckt, aber es gibt viele Buchten und an diesen Buchten haben sich zahlreiche Forschungsstationen angesiedelt. Acht davon sind ganzjährig bewohnt und fünf sind sogenannte Sommerstationen. Eine der ganzjährig bewohnten Stationen ist die polnische Station Arctowski. Die Station wurde 1977 von 19 polnischen Forschern in Betrieb genommen und der Namensvetter Henryk Arctowski war ein polnischer Wissenschaftler und Antarktisforscher. Er ist bereits auf der Belgica-Expedition Ende des 19. Jahrhunderts in der Antarktis gewesen und Arctowski sehen Sie hier auf einer Briefmarke. Von der Station Arctowski guckt man in die Admiralitätsbucht, wo die Gletscher direkt ins Wasser ragen. Und eine der berühmtesten Inseln dieser südlichen Shetlandinseln ist die Insel Deception Island. Das ist ein kollabierter Vulkankrater. Da gibt es eine Einfahrt, es ist eine Caldera mit einer Einfahrt, die nur 230 Meter breit ist. In der Mitte dieser Einfahrt ist auch ein Felsen, sodass nur die Hälfte für die Schiffe befahrbar ist. Die Einfahrt ist sehr stürmisch und wird auch Neptuns Blasebalg genannt. Wenn man einmal durch den Neptuns Blasebalg durch ist, dann liegt auf der rechten Seite das sogenannte Port Foster. Namensgeber war Henry Foster. Und dort befindet sich die Walfängerbucht Whalers Bay mit den Ruinen der Hector-Walfangstation und der britischen Basis B. So sieht es dort aus. Die Häuser sind aus dem frühen 20. Jahrhundert. Aber im 19. Jahrhundert wurde diese Insel schon von Walfängern sehr häufig besucht. Die haben sich vor allen Dingen im Sturm dann in der Caldera vor den Winden geschützt. Und diese Walfänger kamen dann auch eben zurück, haben eine Walfangstation aufgebaut. Walfabrikschiffe haben in der Caldera Halt gemacht. Die haben täglich Öl und Fleisch von mehreren Dutzend Walen dort verarbeitet. Zwischen 1910 und 1931 hat sich in der Whalers Bay die südlichste Trankocherei der Welt befunden. Das war die Hector Whaling Company oder die Hector Whaling Station, betrieben von der Hector Whaling Company. In dieser Station wurden keine ganzen Wale verarbeitet, es wurde das Öl aus den Walkadavern, die die Fabrikschiffe zurückließen, herausgekocht. Als der Walfang dann glücklicherweise geendet hat, haben im Februar 1944 die Briten die Gebäude der verlassenen Walfangstation übernommen und dort eine Station Basis B errichtet. Diese Station war bis 1967 durchgehend besetzt, aber dann brach der Vulkan noch einmal aus und hat die Forscher zur Evakuierung gezwungen. Sie kamen noch mal wieder, 1968, 69, aber ein weiterer Ascheregen hat dann zur völligen Aufgabe der Station geführt. Wir haben hier auch ein historisches Bild von 1967, so sah es aus bei dem Vulkanausbruch auf Deception Island. Die Antarktische Halbinsel ist das nördlichste Gebiet der Antarktis und man kann, wie gesagt, auch mit dem Flugzeug die Halbinsel erreichen oder überfliegen. Lan Chile hat bereits im Jahr 1956 den ersten Flug durchgeführt zur antarktischen Halbinsel. Und wer hat die Antarktis eigentlich entdeckt? Wir kennen sie erst etwas über 200 Jahre, der letzte Kontinent, der entdeckt worden ist. James Cook hat die Antarktis lange gesucht im 18. Jahrhundert. Er hat auch den südlichen Polarkreis überfahren, aber die Antarktis hat er nie gesehen, auch wenn er sie ganz umsegelt hat. Er hat das Land nie gesehen. Die Antarktische Halbinsel selbst wurde dann erst am 27. Januar 1820 von dem Forscher und Wissenschaftler Fabian von Bellingshausen das erste Mal gesichtet. Von Bellingshausen, hier auf dem Foto abgebildet, war im Dienste des russischen Zaren unterwegs. Er war selbst Baltendeutscher und kam aus Estland. Die Antarktische Halbinsel hat auch das mildeste Klima des ganzen antarktischen Kontinents,
obwohl von mildem Klima nicht immer die Rede sein kann. Sonnige Tage sind selten, meist ist es bedeckt, stürmisch, aber wenn die Sonne durchkommt, ist die Gegend umso magischer. Die Arnwood Bay gehört zu diesen atemberaubenden Landschaften. Nico Harbour liegt dort und Nico Harbour wurde nach einem Walfangschiff der Neco benannt. Im Beginn des 20. Jahrhunderts war die Neco in dieser Gegend aktiv und Nico Harbour ist einer der wenigen Plätze, wo man auf dem Festland der antarktischen Halbinsel an Land gehen kann. Bis vor kurzem stand da eine argentinische Nothütte mit Notfallausrüstung, falls jemand anlandet und in einen Sturm kommt, nicht zu seinem Schiff zurückkommt, dann sind da Notrationen und warme Kleidung und vor allen Dingen Trinkwasser. Allerdings, diese Station ist vor einigen Jahren im Sturm weggeweht. In Nico Harbour, da wohnen Pinguine, sogenannte Eselspinguine kann man dort sehen und auch die ein oder andere Robbe. Der Haupttourismus der antarktischen Halbinsel, der findet auf Port Lockroy statt. Das ist die ehemalige britische Station Base A, die während des Zweiten Weltkriegs errichtet wurde von britischen Soldaten. Das war die sogenannte Operation Tabarin, sehr geheim damals. Und die Soldaten wussten auch gar nicht, wo sie hinfahren. Als sie England verlassen haben mit einem Schiff, wurden ihnen Sonnenbrillen ausgeteilt. Und einer der Matrosen schrieb dann an seine Frau, ich weiß nicht, wohin es geht, aber wir werden wohl an einen heißen Ort fahren, denn man hat uns Sonnenbrillen gegeben. Ja, er war wahrscheinlich etwas enttäuscht. Aber das Schöne war, in dieser Basis A in der Antarktis, mitten im Zweiten Weltkrieg, haben diese Soldaten einen sehr ruhigen Krieg verbracht, denn da kam niemand vorbei. Warum sind sie da überhaupt hingefahren? Ja, die Operation Tabarin, die war natürlich gegen Deutschland, denn man hatte befürchtet, dass deutsche Truppen die antarktische Halbinsel einnehmen würden. Sie kamen nicht, zumindest nicht in diese Region, und deswegen haben die Soldaten auf dieser Forschungsstation einfach einige Jahre verbracht und ja, einfach gelebt und sind dann nach dem Krieg zurückgefahren. Heute ist Port Lockroy ein Museum, denn nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Briten dort eine Forschungsstation eingerichtet. Die war durchgehend mit 4 bis 9 Personen besetzt und die wurde dann in den 90er Jahren von der British Antarctic Survey im Originalstil wieder aufgebaut. Und heute dient sie als Museum, als Souvenirshop und auch als Poststation mit eigenen Briefmarken. Und wenn man dort ankommt, dann wird man von diesem Schild begrüßt. Willkommen am historischen Platz Nummer 61, britische Basis A, Port Lockroy. Es gibt also eine Liste, im Antarktis-Vertrag ist es festgelegt, was historische Stationen in der Antarktis sind, und da ist Port Lockroy eben Nummer 61. So sieht das Gebäude aus, das ist die alte Forschungsstation, wo sich heute das Museum und die Poststation befindet. Der Zustand ist in die 50er Jahre zurückgebracht worden, also es sieht wirklich so aus in den Räumen, wie es in den 50er Jahren ausgesehen hat, und die damals ausschließlich männlichen Forscher, die hatten sich da so ein Sweetheart, eine Marilyn Monroe, an die Tür gemalt. Von Port Lockroy fährt man dann weiter südlich durch den Lemaire-Kanal. Der Lemaire-Kanal ist eine der spektakulärsten Schiffpassagen in der Antarktis. Der Lemaire-Kanal wurde 1873 entdeckt vom deutschen Kapitän Eduard Dallmann. Dallmann fuhr auf dem Schiff Grönland, aber er fuhr nicht in den Kanal hinein. Und der Erste, der dann hineinfuhr, der nannte ihn Lemaire-Kanal. Der Lemaire-Kanal ist 1600 Meter breit und 11 Kilometer lang. Häufig wird die Weiterfahrt Richtung Süden von Packeis, es ist zu viel Eis im Kanal und man kann dann nicht weiter nach Süden fahren, wenn man das Glück hat,
hindurchzukommen, die ganzen 11 Kilometer, dann landet man auf der Insel Petermann. Auf der Insel Petermann befindet sich die südlichste Eselspinguin-Kolonie der Welt. Und auch Petermann Island wurde von Eduard Dallmann entdeckt. Und er benannte sie nach dem deutschen Geografen August Petermann. In einer Bucht von Petermann Island liegen kleine Eisberge, die sind dort auf Grund gelaufen, hängen fest. Das ist so quasi der Friedhof der Eisberge. Und wieder auf dem Rückweg Richtung Norden kommt man dann in die Paradiesbucht. Die heißt so, als wurde von den Walfängern Paradiesbucht genannt, denn die haben dort auch immer im Sturm Schutz gesucht und dort sieht es wirklich paradiesisch aus, besonders eben im Sonnenuntergang. Eine geschützte Bucht mit 2000 Meter hohen Gipfeln und Gletschern, die direkt ins Wasser reichen. Die Insel Kuberville liegt im Herrera-Kanal zwischen der Aztowski-Halbinsel und dem nördlichen Ufer der Roger-Insel. Sie wurde von der Belgica-Expedition entdeckt, von Adrien de Gerlache, und deswegen trägt sie auch den französischen Namen Kuberville. Dort befindet sich eine der größten Eselspinguin-Kolonien auf der antarktischen Halbinsel. Das ist ein Bild sehr früh in der Saison, da sehen Sie es alles noch mit Eis bedeckt und die Pinguine sind gerade erst am Land gekommen, um sich ihre Nester zu bauen. Pinguine leben im Wasser, kommen nur zum Brüten einmal im Jahr dann an Land. Brown Bluff befindet sich direkt auf der antarktischen Halbinsel, ist auch wieder vulkanischen Ursprungs und befindet sich ganz am obersten Zipfel dieser antarktischen Halbinsel und der Berg dort ist 775 Meter hoch, die Klippe, die braune Klippe. Dort gibt es eine Adelie-Pinguin-Kolonie, wo etwa 20.000 Brutpaare sich aufhalten während der antarktischen Sommermonate. Man sieht sehr deutlich den vulkanischen Ursprung dieser Landschaft. Brown Bluff liegt an dem sogenannten Antarktik-Sund. Der wurde benannt nach dem schwedischen Forschungsschiff Antarktik, was leider in diesem Sund gesunken ist. Es war die Nordenskjöld-Expedition 1903. Und dieser Antarktik-Sund ist 48 Kilometer lang. Ganz oben im Norden der Antarktis geht er vorbei. Und dort kann man immer am besten Tafeleisberge sehen. Die Tafeleisberge, die kommen von den großen Eisschelfs auf der anderen Seite. Und dieses Schelfeis, wenn das abbricht, bildet es diese Tafeleisberge, die sich dann teilweise durch den Antarktik-Sund quetschen oder eben weiter abtreiben nach Norden. So ein Tafeleisberg kann durchaus mehrere Kilometer Durchmesser haben. Man fährt dann 1 oder 2 Stunden mit dem Schiff nur an einem einzigen Eisberg vorbei. Schauen wir uns noch kurz die Tierwelt der antarktischen Halbinsel an. Über die Fauna erfahren Sie an Bord von Expeditionsschiffen immer sehr viel von den Biologen. Ich möchte es nur kurz zusammenfassen. Wir haben natürlich Pinguine. Und zwar am häufigsten den Eselspinguin. Der wird so 75 bis 80 cm groß und ist der größte brütende Pinguin im Gebiet der antarktischen Halbinsel. Wenn er im Wasser sich aufhält, seinem natürlichen Lebensraum, sieht es so aus. Und natürlich tauchen die Pinguine auch. Pinguine bauen dann ihre Nester aus kleinen Steinen in der Antarktis, weil Holz gibt es dort ja nicht. Und Eselspinguine legen jedes Jahr 2 Eier und wenn sie erfolgreich brüten, dann schlüpfen da auch 2 kleine Eselspinguinjunge, 2 Küken hervor. Diese Küken werden dann von beiden Elternteilen aufgezogen, bis sie dann in der Mauser sind und sich dann von den Eltern trennen, sobald sie gemausert sind. Die Eltern gehen zurück in ihren natürlichen Lebensraum ins Wasser und die Küken gehen auch das erste Mal ins Wasser. Ein Pinguin kommt immer zum Brüten an den Ort zurück, an dem er aus dem Ei geschlüpft ist.
Die Adelie-Pinguine sind etwas kleiner, sie werden ca. 50 cm groß. Man kann sie gut erkennen an dem weißen Kranz um ihre Augen, um ihre blauen Augen. 1830 hat der französische Antarktisforscher Dumont d'Urville diese Pinguinart den Namen Adelie gegeben. Er hat sie nach seiner Ehefrau benannt. Das sind auch Adelie-Pinguine, das sind nämlich die Küken. Die sehen ganz anders aus. Man hat früher sogar gedacht, es wäre eine andere Pinguinart, aber es sind tatsächlich die Küken vor der Mauser. Und hier haben wir einen Adelie-Pinguin, der sein Küken füttert. Die Pinguine, die gehen also ins Wasser, schlucken Krill, würgen den Krill wieder hervor und füttern damit ihre Jungen. Die dritte häufige Pinguinart auf der antarktischen Halbinsel ist der Zügelpinguin, wird teilweise auch Kehlstreifenpinguin oder sogar in manchen Sprachen Polizeipinguin genannt. Zum Beispiel im Russischen ist es der Polizeipinguin wegen dem Streifen unter seinem Schnabel. Die Zügelpinguine werden so auf etwa 7,5 Millionen Brutpaare geschätzt weltweit. Über die Hälfte davon lebt auf den südlichen Sandwich-Inseln, etwas nördlich der Antarktis. Robben können wir natürlich auch dort sehen. Die Weddell-Robbe bekam ihren Namen von einem Robbenfänger, Sir James Weddell. Und von dieser Robbenart Weddell-Robbe, die wir in der Antarktis, an der antarktischen Halbinsel häufig vorfinden, gibt es noch etwa 800.000 lebende Exemplare. Ja, und was passiert, wenn so eine Robbe mal auf einem Pinguinnest sitzt? Zum Glück ist dieses Pinguinnest noch nicht bewohnt, also der Pinguin hat noch keine Eier gelegt, der hat das Nest aber gebaut, kam aus dem Wasser zurück und bums, liegt diese Robbe auf seinem Nest. Er hat dann nicht aufgegeben, er hat erst mit allem Körpereinsatz versucht, die Robbe zur Seite zu drücken. Er hat es auch ein bisschen geschafft, also die Robbe hat dann ein bisschen Platz gemacht. Und wenn man dann sein Nest verteidigen muss, kann man sich auch wehren, indem man der Robbe eben einfach sie einfach ein bisschen beißt. Die größten Robben, die wir sehen können, oder die größten Robben der Welt, das ist der südliche Seeelefant. Der männliche Seeelefant ist die größte Robbenart der Welt, hat eine Körperlänge von 6,5 Metern und die wiegen ungefähr 5 Tonnen. Zur Zeit der Robbenfänger wurden auch die Seeelefanten gejagt, denn aus der Speckschicht konnte man aus dem Blubber genauso gut das Öl herauskochen, wie man es bei den Walen getan hat. Ebenfalls gejagt wurde die Pelzrobbe, nicht für ihre Speckschicht, sondern in dem Fall für ihren Pelz. Und diese Pelzrobben galten sogar als ausgestorben. Dann hat man einige Exemplare nochmal entdeckt und heute sind sie genauso zahlreich, wenn nicht zahlreicher, als vor der Zeit der Robbenfänger. Der Seeleopard ist der räuberischste aller Robbenarten. Er ist nach dem Orca, dem Schwertwal, das dominante Raubtier der Südpolarregion. Er ernährt sich von anderen Robbenarten und auch von Pinguinen. Aber nur im Wasser. Am Land ist er sogar für Pinguine harmlos. An Land gibt es für erwachsene Pinguine keine natürlichen Feinde. Wale kann man in der Antarktis in den Sommermonaten auch beobachten. Sehr häufig gibt es den Buckelwal, der gehört zu den Bartenwalen, wird so 10 bis 13 Meter lang. Und Buckelwale, da schätzt man den Gesamtbestand auf der Erde auf etwa 80.000 Tiere. Vor der Zeit der Walfänger waren es 130.000 geschätzt. Allerdings, als der Walfang endete, da waren über 90% der Wale ausgerottet. Ein paar Arten haben sich dann wieder erholt. Der Schwertwal oder Orca oder auch Killerwal gehört eigentlich zur Familie der Delfine. Er ist der größte Delfin. Und in der Antarktis gibt es eine Unterart der Orcas, die man dort sehen kann. Und die sind nicht schwarz-weiß, sondern grau-weiß. Und Seevögel gibt es natürlich auch, wie
Zum Beispiel den Blauaugenkormoran. Hier haben wir ein hübsches Blauaugenkormoran-Pärchen. Und dann gibt es den Weißgesicht-Scheidenschnabel. Und hier auch ein Küken von einem Weißgesicht-Scheidenschnabel. Das ist der einzige Landvogel der Antarktis. Hier haben wir einen Riesensturmvogel mit einem Adelie-Pinguin an Land. Wie gesagt, an Land sind die Tiere einfach viel zu langsam und zu behäbig. Da hat also keiner natürliche Feinde. Der Kapsturmvogel wird auch oft gesehen und die Raubmöwe, die Skua, vor der müssen sich Pinguine, junge Pinguine in Acht nehmen. Und natürlich werden auch die Eier der Pinguine gerne geklaut von den Raubvögeln. Aber ein erwachsener Pinguin braucht auch vor einer Raubmöwe keine Angst mehr zu haben. Ja, das war ein kleiner Überblick über die Antarktis und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank und auf diesem Kanal werden in Kürze weitere Videos über verschiedenste Ziele auf der ganzen Welt erscheinen, Vorträge. Und ich hoffe, Sie bleiben dabei, geben Sie mir ein Like, man kann die Klingel anklicken und ich danke Ihnen sehr und wünsche noch einen schönen Tag.